Nachdem die Innenstädte gespenstisch leer sind, fast schon ja, von Zombie-Städten die Sprache ist und immer mehr Unternehmen im Onlinehandel von der aktuellen Situation profitieren, auf der anderen Seite aber Massenarbeitslosigkeiten drohen und Masseninsolvenzen drohen, muss man sich die Frage stellen, ja, wann ist es denn endlich soweit? Wann kommt der große Crash, von dem alle sprechen? Wann kommt der Schlag oder war vielleicht die Corona-Pandemie mit dem kurzfristigen Einbruch am Aktienmarkt, der allerdings auch historisch war und in vielen anderen Märkten Verwerfungen mit sich gebracht hat, war es das schon? In dem Video möchte ich Ihnen drei klare Anzeichen mitgeben, dass wir kurz vor einer historischen Zeitenwende und einer, ja, zum einen neuen Phase, einer neuen Epoche stehen, die aber auf jeden Fall durch einen großen finanziellen und wirtschaftlichen Rückschlag unserer Gesellschaft eingeleitet werden muss. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetall und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich möchte damit beginnen, Ihnen die Augen zu öffnen, dass Sie verstehen, was Sie tun können, vor allem wie Sie sich absichern können und wie Sie langfristig als Gewinner auch aus dieser Phase hervorgehen, denn es ja, liegt vielen wie Schuppen vor den Augen, habe ich das Gefühl manchmal. Viele lassen sich vom Mainstream und von den Tagesmedien so stark blenden, dass sie gar nicht mehr das Gefühl haben, was eigentlich um uns herum passiert. Der erste Punkt, um den es heute gehen soll, ist ganz klar die staatliche Hilfe, die jetzt Stück für Stück wieder abgesetzt werden soll. Nachdem Ende April also die Insolvenzpflicht in dieser Form wieder eingeführt wurde, dass Unternehmen verpflichtet sind, die Insolvenz zu melden, ansonsten kommt man in einen strafbaren Bereich, ist es jetzt also so, dass viele mit einer großen Insolvenzwelle rechnen. Zum einen ist natürlich das ein Thema, dass die Behörden und die Beamten erstmal dieser ja, Herr über die ganze Lage werden müssen, über die ganzen einrollenden Insolvenzanträge, die jetzt lange Zeit ausgeblieben sind. Zum anderen ist es aber auch so, dass man immer mehr die Tendenz spürt, dass der Staat die Leine kürzer macht und dass es immer weniger Hilfen gibt. Große Unternehmen und zahlreiche Unternehmen müssen falsch gestellte Anträge rückabwickeln und müssen die ausgezahlten oder bereits ausgezahlten Hilfen zu großen Teilen wieder zurückerstatten. Da fragt man sich schon, geht es denn hier wirklich um die Hilfe der Unternehmen oder geht es darum, die Fehler in der Bürokratie auch noch zum Nutze oder zur Nutze der Regierung zu machen? Während der Deutsche Handelsverband davon spricht, dass angeblich 450.000, die Zahl ist dramatisch, aber dass nur 450.000 Arbeitsplätze in Gefahr sind, rechnen wir mit 10-25% aller Arbeitsplätze und in Deutschland haben wir über 44 Millionen Erwerbstätige. Wenn man sich das prozentual runterrechnet, bedeutet es also zwischen 4,4 und 20 Millionen Arbeitslosen, die durch diese Welle auf Deutschland zurollen könnten. Die Zahl klingt erstmal dramatisch groß. Vielleicht haben Sie in den letzten Monaten immer wieder mal von dem ein oder anderen maroden Unternehmen gehört, das auch den Banken oder der Bank zur Gefahr werden kann, den sogenannten Zombie-Unternehmen. Das sind Unternehmen, die künstlich am Leben erhalten wurden, mit günstigen Bankkrediten durch die aktuelle günstige Zinssituation, die eigentlich nicht mehr existieren würden, wären wir in einer anderen Zinsphase. Und diese sogenannten Zombie-Unternehmen, dazu gehören auch in meinen Augen große ja, Luftfahrtgesellschaften, die vom Staat gerettet wurden und jetzt unter Umständen durch die neue Politik, wie das, was die Grünen angekündigt haben, nämlich Inlandsflüge, die man streichen möchte, in ja, Schräglage geraten könnte und das könnte so einem riesigen Steuerloch werden, denn erst rettet man diese Unternehmen und dann möchte man diesen Unternehmen Teile ihrer Existenzgrundlage nehmen. Hier ist die Politik sich also nicht einig, aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Ich möchte darauf eingehen, warum die Zombie-Unternehmen ein riesiges Problem werden könnten und Teil der großen Bombe sind, die bald hochgehen wird. Denn die Zombie-Unternehmen sind zum einen marode Unternehmen, die die Banken in die Schräglage bringen, wenn sie ihre Kredite nicht mehr erfüllen können und zum anderen werden sie dazu führen, dass wir riesige Arbeitslosenzahlen, die weit weg von der aktuell bekundeten 450.000er Marke sind, die der Handelsverband in Deutschland verkündet hat. Ich gehe bei Weitem davon aus, dass es das 10- oder sogar das 20-fache dieser Zahl werden kann. Das liegt nicht an der Digitalisierung, sondern das liegt alleine an den Folgen, die als Dominostein mit der Pandemie ausgelöst wurden, aber die ihre Gründe viel weiter in der Vergangenheit sehen. Der Grund kommt daher, dass bereits 2008 die Fehler gemacht wurden, dass man Unternehmen nicht mehr pleite gehen ließ, sondern man hat Unternehmen für systemrelevant erklärt, die es gar nicht waren. Und dieser Fehler gepaart mit der Negativzins- bzw. der Nullzinspolitik und der immer geringeren Möglichkeit der Zentralbanken und der Staaten in der Geldpolitik mitzumischen, sodass man den Zins wieder nach oben bekommt, ist das riesige Problem, warum es immer mehr dieser Zombie-Unternehmen gibt und warum mehr dieser kranken Zombie-Unternehmen auch andere Unternehmen mit reinziehen werden und mit anstecken werden. Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben ein gesund laufendes Unternehmen und 3 oder 4 Ihrer Lieferanten sind de facto diese Zombie-Unternehmen, die eigentlich nur noch am Tropf gehalten werden,
Und wenn diese Unternehmen natürlich in die Insolvenz gehen, dann wird es auch ihr Unternehmen unter Umständen betreffen und vielleicht sogar mit reinziehen. Und dieser Dominoeffekt oder diese Insolvenzwelle, diese Insolvenz-Tsunami wird eben dazu führen, dass Deutschland Veränderungen sehen wird, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen haben. Man muss sich aber auch die Frage stellen, wer ist schuld daran? Ist es alleine die Politik? Und ich sage ganz klar, ja, die Fehler wurden in der Politik gemacht. Es wurde entschieden, man möchte Unternehmen mit aller Gewalt retten, man möchte das Gesicht vor den Bundestagswahlen nicht verlieren und man möchte sich sozusagen gut darstellen als derjenige, der die Geldbörsen öffnet und ja, die Unternehmen mit Geld ausstattet und noch und immer weiter mit Geld stopft, damit sie am Leben bleiben, damit bloß die Verantwortung nicht bei den aktuellen Politikern bleiben kann. Aber genau diese müssen dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Warum? Weil diese Politiker in eine komplizierte, komplexe Marktwirtschaft eingreifen, die nicht einfach mit Gelddrucken ja, am Leben gehalten werden kann. Vielleicht kurzfristig schafft man es, Unternehmen im Koma aufrechtzuerhalten, aber spätestens, wenn das Gelddrucken aufhört, und diese Tendenz sehen wir jetzt durch den Gradwechsel der neuen Politik, die Grünen bzw. die rot-rot-grüne Regierung, die vermutlich ab der nächsten Wahlperiode regieren wird, wird dafür sorgen, dass es Steuererhöhungen gibt, dass genau diese Fehler, die jetzt gemacht wurden, vielleicht sogar rückgängig gemacht werden sollen. Ich halte diese Politik keineswegs für gut und für richtig, die hier ansteht. Ich möchte nur sagen, diese Regierung wird genau die gegengesetzte Richtung antreten und das wird dafür sorgen, dass es hier riesige Spannungen gibt und dass hier irgendjemand die Zeche bezahlen muss. Dass es die Unternehmen, die Vermögenden und diejenigen sein werden, die man als erstes schröpfen wird, das ist bereits jetzt klar. Man spricht bereits von großen Vermögensteuern, von Corona-Sonderabgaben und ja, großer Abwanderung vieler Unternehmer und vieler mittelständischer Unternehmer ins Ausland mit ihren Unternehmen. Man versteht's, ich kann es nachvollziehen, dass bei dieser Politik, die wir in der Zukunft hier sehen werden, viele Unternehmer abwandern. Der nächste große Punkt ist ein riesiger Rohstoffengpass, vor dem wir stehen. Und hier müssen Sie verstehen, dass dieser Rohstoffengpass, der bereits im Holz von uns mehrfach erwähnt wurde und im Stahl und in anderen Bereichen, ob es Rigips ist, überall spürt man Preissteigerungen. Und dieser Rohstoffengpass sickert weiter nach unten. Der beginnt jetzt auch in den Edelmetallen. Fast alle Silberprodukte bei uns im Onlineshop haben Lieferzeiten. Kaum mehr kleine Stücke wie die Zehntelunzen Krügerrand oder auch die Zehntelunzen Maple Leaf sind am Markt mehr zu erhalten. Also es beginnt immer bei den schneller liquidierbaren Produkten und dann geht es in die größeren Bereiche. Und das ist eine Tendenz, die beängstigt uns, weil ich gehe davon aus, dass wir auch in naher Zeit wieder einen Engpass an den Edelmetallen sehen werden und vielleicht auch nichts mehr anbieten können. Deswegen ist es auch wichtig, dass sie in den letzten Jahren investiert haben und vielleicht ist jetzt noch tun, bevor sie das auf die lange Bank schieben und dann in die Online-Shops wieder keine Produkte finden und entsprechend nicht vorbereitet sein können für das, was kommt. Was passiert also, wenn die Banken durch die Zombie-Unternehmen, die ich vorhin angesprochen habe, in Schräglage geraten, was der dritte große Faktor wäre? Dann wäre es so, dass das Banksystem per se der Dominostein sein könnte, der die Veränderung herbeiführt für ein neues Geldsystem. Es ist schon lange klar, dass die Zentralbanken ein digitales Geldsystem wünschen und anstreben. Weg vom Bargeld ist die Tendenz und ist die Parole, die man immer wieder hört. Denn Bargeld ist nichts Gutes, Bargeld ist negativ und mit Bargeld kann man niemanden zwangsinflationieren. Anders gesagt, zwangsenteignen, denn Inflation ist nichts anderes als Diebstahl an ihrem Geld. Eine Inflation ist der Kaufkraftverlust ihres Geldes für denjenigen, der den Begriff bisher nicht kannte. Und der kommt dadurch zustande, dass immer mehr und mehr Geld in die Märkte gepumpt wird. Dieses Geld kommt aber nicht im Konsum, im Mittelstand bzw. im Einzelhandel an, sondern es wandert in die Aktienmärkte, es wandert in die Immobilienmärkte, es wandert in die großen Assetklassen, es entstehen Blasen und wo man hinschaut, hat man historische Höchstkurse und jetzt muss man eben verstehen, dass es immer Speichen geben wird, die entgegen dieser riesigen Blasenbildungen performen und Gold und Silber, also die Edelmetalle, haben genau diese Chance geboten, damit man sich hierbei noch absichern kann, inflationsbesichert absichern kann und wir stehen eben vor einer historischen Zeitenwende, weil die Inflation in den USA nicht mehr aufhaltbar ist. Wir werden in den USA eine Inflation sehen, die derart groß ist, die im Bereich 4 bis 6 bis 10% liegen kann, die die USA auch in eine galoppierende und in eine Hyperinflation bewegen werden. Und diese These wage ich jetzt mal, das ist sehr riskant, sowas in der Öffentlichkeit zu sagen, aber ich bin fest überzeugt, dass die USA keinen Ausweg mehr hat. Und die Amerikaner, die ja das Monopol über die Weltleitwährung in den Händen halten, möchten also auch eine Veränderung, um an diesem Monopol festzuhalten. Und jetzt muss man sich überlegen, wie wäre das heute noch möglich, indem alle Zentralbanken oder ein Großteil der Zentralbanken weltweit die Menschen in ein digitales System, in ein digitales Geldsystem bringt, wo es keine Flucht mehr rausgibt, ohne dass man weiß, wo die Menschen rein investieren. Deswegen sind nun mal auch die Goldkäufer und auch die Kryptowährungskäufer so unbeliebt, weil die Menschen natürlich Werte besitzen, die raus aus dem Fiat-Geldsystem sind.
Und wenn die Banken also, nochmal um den Punkt aufzugreifen, in Schräglage geraten wegen der Zombie-Unternehmen, vielleicht Kreditausfälle haben, Nachbesicherungen fordern und viele weitere Unternehmen in diese Spirale reingeraten, werden die Banken gepaart mit dem Gedanken, dass das digitale Geldsystem kommt, in eine Ecke gestellt werden, wo die Zentralbanken versuchen werden, den Privatbanken, den Geschäftsbanken das Monopol oder die Möglichkeit aus der Hand zu nehmen, mit Geld mehr Geld zu erzeugen. Denn wofür braucht es diese Banken, wenn die Zentralbanken auch das alles könnten? Und meine These ist, dass genau das ist, worauf wir uns zubewegen und warum es zu einem großen Finanzcrash kommen muss. Das waren die drei Fakten, die unübersehbar sind in meinen Augen. Und diese drei Fakten in Kombination können nur zu einem Crash, aber auch zu einem Neuanfang führen, der immer nach einem Niedergang eines alten Systems kommt. Und ein System, das sich zyklisch bewegt, und unser Geldsystem ist nun mal am Ende. Wir bewegen uns momentan ins exponentielle Wachstum unserer entsprechenden Geldmenge. Das heißt, es wird immer mehr Geld gedruckt. Es ist eigentlich unendlich Geld verfügbar. Und dieses System ist aber nicht unendlich. Und sobald dieser Schlag kommt, wird es zu sehr großen Verwerfungen, zu sehr großen Spannungen kommen. Aber danach zu einer Zeit, wie wir sie vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben, in denen die Menschen nach Harmonie, nach entsprechender Wohlstand wieder streben, dass die Menschen wieder ihre Ärmel nach hinten krempeln und für ihre Ziele antreten und nicht in einem sogenannten Free Money State, in einem Free Lunch sozusagen, sich wohl gewogen fühlen und sich füttern lassen auf Kosten des Rests der Welt. Weil eins muss uns allen klar sein, dieses System, wie es heute existiert, funktioniert nur, weil 2-3% der Gesellschaften, in der wir uns auch befinden, auf Kosten vieler, vieler Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die hungern müssen, entsprechend profitieren. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen mit dem Video ein bisschen die Augen öffnen. Ich denke, mit Gold und Silber, das habe ich auch schon angesprochen, ist man zum einen auf der sicheren Seite, aber es geht darum, Werte zu besitzen, die limitiert sind, in einer Phase, in der die Inflation einschreiten. Wenn die Inflation einschreiten, werden Werte, die limitiert sind, natürlich sehr stark gefragt sein. Da spielen nicht nur Gold und Silber eine Rolle. In erster Linie ist es wichtig, dass Sie erstmal in Ihr Mindset investieren und das Wissen haben, dass Sie hier kostenlos bekommen. Und dann geht es darum, dass, wenn Sie die Entscheidungen fällen möchten, auch gerne unsere Kundenberater oder ich, unser gesamtes Team, Sie an die Hand nehmen. Schauen Sie gerne einfach mal in das nächste Video, da zeige ich Ihnen, wie man mit Gold den optimalen Krisenschutz erzeugen kann. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren und schon bald wieder reinschalten. Bis bald, machen Sie es gut, auf Wiedersehen.